So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Ja, und heute ist Tag der Entscheidung. Heute um 13 Uhr beginnt die Ministerpräsidentenkonferenz. Mal gucken, wie viele Stunden sie diesmal benötigen. Beim letzten Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, ging es ja wirklich bis abends spät, was auch immer die in der Zeit da ganz genau gemacht haben. Und jetzt soweit sind so ein paar Informationen durchgesickert. Einmal hier vom Handelsblatt wird darüber geschrieben, dass die beziehungsweise das Kanzleramt, also Merkel und so weiter, je kurze und klare Bremse solle quasi eingelegt werden, soll bedeuten einen kurzfristigen Lockdown, der ganz knallhart ist und danach wieder aufgehoben wird. Sie glauben wirklich, damit gegen die Vorgehensweise des Lockdowns von einem halben Jahr im Frühjahr vorgehen zu können oder einfach den Lockdown anders darzustellen. So ein Lockdown, der über mehrere Wochen damals ja gegangen ist, der hat die Wirtschaft ja wirklich komplett ans Ende gebracht. Die glauben jetzt wirklich allen Ernstes, mit so einem kurzen Hardcore-Lockdown wird das Ganze nicht passieren. Und da bin ich absolut anderer Überzeugung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und die treibende Kraft ist ganz klar hier Kanzlerin, Mutti Merkel, die geliebte Kanzlerin von uns allen. Sie pocht hier drauf, wirklich ganz knallhart vorzugehen, diesen straighten Weg zu machen. Kontaktregeln sollen verschärft, Kneipen und Restaurants geschlossen werden. Wo sich das RKI aber auch gegen ausspricht, wie man jetzt intern so ein bisschen erfahren hat, dass nämlich das RKI sagt, ja Moment mal, das sind aber keine Infektionsherde, wo die ganzen großen Infektionsmengen herkommen. Aber dennoch plädiert die Frau darauf. Und ich frage ganz rational und nicht emotional, warum macht sie das? Warum macht sie das? Das ergibt für mich null Sinn. Das verstehe ich nicht. Zudem soll der Sport- und Freizeitbereich auch heruntergefahren werden. Ganz, ganz krasse Nummer. Und jetzt kommt was. Der erste Ministerpräsident, es ist mal wieder, und ich habe ihn häufig kritisiert, jetzt muss ich ihn hier an der Stelle loben, von den Linken, Bodo Ramelow aus Thüringen. Und er spricht sich nämlich dagegen aus, hier einen Lockdown soweit zu unterstützen. Im Gegenteil, er würde nämlich sagen, nein, den würde er nämlich, wenn es in der Ministerpräsidentenkonferenz dazu kommt, zu seiner Abstimmung dagegen stimmen. Ist aber auch dann fraglich, was bedeutet das, Herr Ramelow? Bedeutet das jetzt, Sie werden den auf gar keinen Fall machen? Oder wenn Sie überstimmt werden, weil 10 gegen 6 Stimmen da sind, jo, wir alle machen hier den Lockdown, dann macht er ihn trotz dessen? Das ist halt die Frage, ob er dann auch einknicken wird. Weil er hat sich ja auch vor einigen Monaten schon mal kritisch der Kanzlerin gegenüber vor so einer Veranstaltung äußert. Und danach war alles Friede, Freude, Eierkuchen, man hat nichts mehr davon gehört. Also ein großes Armutszeugnis. Ich hoffe jetzt, dass er und auch andere das Ganze morgen nicht so weit unterstützen werden und hier solche Hardcore-Maßnahmen, die unsere Wirtschaft wirklich wieder komplett lahmlegen und maßgeblich schädigen, dafür stimmen halt einfach. Nochmal. Wo ist die Legitimation dafür, dass die Frau Merkel hier so versucht, das Ganze zu machen? Das ist nicht ihre Aufgabe. Und genau das hier bemängelt nämlich auch der Herr Ramelow. Er sagt nämlich, Zitat, diese Aufgabe darf sie jedoch nicht strapazieren. Man müsse sich über die Funktion und Grenzen ihrer Kompetenz bewusst sein. Ja, das ist wirklich ein schöner Begriff, wie ich finde. Das ist sehr, sehr passend hier an der Stelle gewählt. Ich bin gespannt, kommt es zum totalen Lockdown, Lockdown Light, wie auch immer, Shutdown teilweise, wie die Begrifflichkeiten mittlerweile sind. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich berichte heute natürlich in den Videos drüber. Haut rein, bis nachher und ciao.